Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin jetzt JonEP zu einem weiteren Video. Heute werde ich mit euch anfangen, einen kompletten Grundkurs in Minecraft Commands zu machen. Also, der wird auch komplett kostenlos sein auf YouTube. Dann müsst ihr jetzt nichts bezahlen nach dem ersten Video, wie es meistens immer so ist bei Programmiergrundkursen. Aber naja, wir gucken mal, dass wir das so hinkriegen. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren posten, was ich für Commands erklären soll. Aber lass uns jetzt mal lossägen. Wir haben ja das Datapack erstellt. In den ersten Video habe ich noch Item verwendet. Jetzt verwende ich Visual Studio Code. Da mache ich das auch so groß jetzt, damit ihr das auch ein bisschen mehr seht. Ja, den Commands. Datapacks besteht aus Commands und Commands sind prinzipiell die Programmiersprache in Minecraft, die Minecraft-Commands. Man kann den Chat eingeben, say und dann zum Beispiel say und dann hallo. Das machen wir auch schon beim Reload. Datapack enable und dann hier. Das wird jetzt noch da bleiben und ihr seht, weil ich Reload eingebe, steht in the Chat Hallo Welt, der Server. Das hatten wir ja im letzten Video schon. Auch diese moin.mc-Function, ich habe jetzt mal gelöscht diesen Kommentar. Aber jetzt werden wir heute anfangen mit Dingen. Und zwar mit, ja, Discord liegt, egal. Alles gut. Mit paar Dingen und zwar Selektoren. Selektoren sind sehr wichtig. Das sind prinzipiell Klassen, aber nur limitiert. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir fangen direkt mit Klassen an. Klassen sind in der Programmiersprache etwas völlig anderes. Nein, wir fangen ganz einfach an mit Selektoren. Selektoren braucht man immer in jedem Command. Fast in jedem Command braucht man Selektoren, deswegen fangen wir mit denen an. Wir können bei say schon anfangen und zwar. Ne, wir machen mal. Effekt give und dann kann man hier einen Selektor auswählen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Effekt geben möchte. Vielleicht habt ihr euch schon mal einen Effekt gegeben in Minecraft mit dem Command. Da könnt ihr jetzt hier den Spielnamen eingeben. Ihr gebt immer den Spielnamen eigentlich ein. Aber in Datapacks gibt man immer Selektoren an. Niemals Spielernamen. Spielernamen werden niemals angegeben. Niemals. Ja, also wir haben hier sehr verschiedene Selektoren. Add A. Ihr seht dort alle Spieler. Add A sind alle Spieler. Wenn ich jetzt Effekt give add A, dann zum Beispiel machen wir mal Glowing. Mache. Dann seht ihr, ich habe den Effekt Glowing. Add A würde in allen Spielern, die auf der Welt sind, einen Effekt geben. Jetzt kann ich hier auch zum Beispiel Add E geben, zum Beispiel allen Entities. Was wären jetzt Entities? Zum Beispiel ein Schaf. Ein Schaf wäre eine Entity, die wir mal spawnen. Zum Beispiel waren es zwei Schafe und wir können jetzt der Glowing geben mit /@e. Mit allen Entities. Wir haben jetzt uns allen Glowing gegeben. Ihr seht, die Schafe haben Glowing und ich habe Glowing. Dann gibt es natürlich noch @p, das ist der nächste Spieler. Das bin ich. Ich habe mir gerade Glowing gegeben. Dann gibt es @r, also ein Random-Spieler. Random-Spieler ist es nur ein Random-Spieler und @s ist die Entity, die es ausführt. Bei @s heißt es also, die Entity, die es ausführt. @s würden wir später brauchen, aber wenn das jetzt in der Function angewandt wird und diese Function vom Server ausgeführt wird, man kann jetzt nicht in den Command schreiben, Effect give @s, weil du kannst ja den Command-Block kein Effect Glowing geben. Das kannst du nur eine Entity geben. Also @ und dann irgendwas dahinter ist grundsätzlich immer eine Entity. @e sind alle Entities. Jetzt möchte ich aber nur ein Schaf, einen einzigen Schaf, Glowing-Effekt geben. Wie machen wir das? Also, ich möchte jetzt gerne ein Schaf spawnen können und die Schaf soll den permanenten Effekt Glowing haben. Da gehen wir jetzt mal in unser Datapack rein. Das Schaf kann man spawnen. Und da können wir uns jetzt mit Tags vertraut machen. Also, wir gehen mal in die Tick rein, wo die Tick steht. Die Tick wird ja 20 mal die Sekunde ausgeführt und dann können wir einen Befehl reintragen. Und zwar, und Effekt, ihr könnt mit Tab ergänzen. Give. Dann nehmen wir jetzt mal @e. Und zwar Glowing-Effekt. Aber @e würden ja alle Entities den Effekt geben. Aber ich will nur einen bestimmten Schaf den Effekt geben. Da gibt es dann die eckigen Klammern. Steuerung Alt 8 und 9 könnt ihr die machen. Und dann seht ihr hier schon, ihr könnt da verschiedene Dinge reinschreiben in die Klammern. Zum Beispiel Tag. Ist gleich. Und dann nehmen wir mal als Tag Glowing. Und das war's schon. Das ist euer erster Befehl, den wir jetzt mal gemacht haben. Steuerung S speichern. Bei mir speichert es automatisch. Ich habe es so eingestellt. Slash Reload eingeben. Ich spawne jetzt ein Schaf. Aber nichts passiert.
Das Ding ist, wir müssen den Schaf noch den Tag geben. Wie machen wir das am besten? Wir aim das Schaf an und geben 1 Sash Tag. Hier ist es weggelaufen. Egal, entweder ihr baut das Schaf ein oder so. Dann nehmen wir Sash Tag und dann seht ihr hier eine Junior-ID. Die wählt ihr aus. Die Junior-ID ist da, genau das Schaf. Dann könnt ihr hier eingeben, Add. Und jetzt nehmen wir mal Glowing. Und ihr seht, das Schaf glüht. Also hat den Effekt. Somit könnt ihr einfach jeder Entity diesen Dings geben. Und das Schaf wird es permanent diesen Effekt haben. Wir können auch den Tag entfernen. Also wir machen einfach Remove daraus, aus dem Add. Ja. Und wir können auch wieder mit Selektoren, Add P zum Beispiel, dem Schaf den Effekt geben. Der Effekt wird gleich aufhören. Vertraut mir, Leute. Aber ich kill das Schaf jetzt. Ihr könnt auch jeden anderen Effekt geben. Ihr könnt es zum Beispiel Poison-Effekt geben oder so. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Command, wie ihr einen Schaf permanent glowing geben könntet. Mit einem Tag, den ihr adden und entfernen könntet. Ganz wichtig. Dann gibt es noch in Minecraft natürlich Distance. Also Slash Effekt Give Add E. Dann könnt ihr hier noch viele andere Dinge reinmachen. Zum Beispiel hier, welchen Game Mode der Spieler ist. Ihr seht hier, Ausrufzeichen ist immer das Gegenteil. Zum Beispiel, ich bin nicht in Survival. Und dann Absorption. Jetzt habe ich Absorption erhalten, wie ihr seht, weil ich nicht in Survival bin. Aber wenn ich Ausrufezeichen Creative hier eingebe, kann ich den Effekt nicht geben, weil ich nicht in Creative bin, wenn ich zum Beispiel in einem anderen Modus bin. Aber nicht in Creative kriege ich diesen Effekt, wie ihr seht. Dann gibt es weitere Detektoren. Ihr könnt mit Komma immer mehrere Dinge eingeben, aber nur, wenn diese Dinge zutreffen, zum Beispiel eine Distance von, und jetzt 4 Blöcken, genau 4 Blöcken. Nein, nicht genau 4 Blöcke, sondern mehr als 4 Blöcke ist das. 4 und 6 Blöcke, also zwischen 4 und 6 Blöcken oder unter 4 Blöcken. Aber das Objekt wurde jetzt nicht gefunden, weil ich in Quadrift bin. Das lösche ich mal kurz raus. Und ihr seht, ich kriege den Effekt. Und wenn das über 4 geht, wenn das jetzt 5 Punkt, ja, über 5, dann seht ihr, dass allen Entities, die nur mir nicht den Glowing-Effekt gegeben wurde, weil ihr seht, ich habe jetzt noch 11 Sekunden, den Absorption-Effekt. Ihr seht, mir wurde der Glowing-Effekt gerade nicht gegeben. Weil, hier seht, die Schafe haben den erhalten, wenn die mehr als 5 Blöcke von mir weg sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel die zu mir hinlaufen lasse, dann würden die auch nicht den Effekt erhalten, wie ihr seht. 6 Ziele steht da. Ja, bei Selektoren gibt es auch noch andere Dinge. Zum Beispiel, ihr könnt da mal gucken. Aber, ich glaube, bei Advancements kann man irgendwie, ich weiß nicht, welche Advancements der Spieler hat. Ein Distance, was vielleicht noch wichtig wie später sein könnte, wäre Scores, aber das machen wir dann im Scoreboard-Video. Das Scoreboard-Video wird bald kommen. Dann der Tag ist gleich, habt ihr ja eben schon kennengelernt. Dann vielleicht Type, könnt ihr mal gucken, was es hier gibt. Zum Beispiel, dass es eine Kuh sein soll. Nicht eine Kuh sein soll. Ja, sehr gut von ihr. Wenn ich jetzt eine Kuh spawne, kriegt nur die Kuh diesen Effekt. Effekt hier at A. Machen wir mal so einziehen, wo der Effekt anfängt. Wenn ich jetzt nur die Kühe der Effekt gebe, seht ihr, nur diese Kuh kriegt den Effekt und dieses Schaf da hinten nicht. Ja. Kuh ist jetzt gestorben. F an die Kuh an der Stelle. Ihr seht, es gibt keine Kuh momentan. Wenn ich hier jetzt eine Kuh spawne und die der Effekt geben möchte, seht ihr, funktioniert das. Das wären so Selektoren im Allgemeinen. Ich hoffe, euch hilft das Video schon mal weiter. Wenn ihr das gerne, like und abonniert auf diesen Kanal hier da. Es werden weitere Videos darüber folgen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen werde. Aber wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute!